Hallo Leute und herzlich willkommen zu Shield War zurück. Heute werden wir tatsächlich Kampagne spielen und zwar den Teil 3 Battle of the Sabis Allah? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir Battle of the Sabis spielen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Oh Gott, Alter, was war das gerade? Wir heilen hier direkt mal unsere Leute hin, unsere Milita. Wir werden uns, ja keine Ahnung, das ist jetzt eh noch nicht der Zeitpunkt hier. Limits of Units schon mal reached. Das heißt, wir rennen hier einfach raus und greifen den ersten Punkt an. Eh in dem Fall. Oh Gott, hier sind ja schon Feinden. Na moin. Alter, sie sind ja schon alle. Oh nein. Alter, aber ich will nicht sagen, aber ich glaube, wir sind hier gerade noch am meisten, oder? Ja. Ah, da hinten sind noch Leute. Oh Gott, Leute, ihr müsst aufpassen. Oh mein Gott. Wir können hier spawnen. Digga, wieso verschiebt sich das Auto hier? Hä? Kann irgendwie trotzdem nicht kehren. Ach so, wir können an dieser Flagge nicht heilen. Ach so, das hätte ich auch vorher bemerken können. Sollen wir uns den Stand. Ja, komm, wir holen uns zuerst die Standarten und dann holen wir uns die Legionäre. Oh nein. Verteidigen. Attack. Also ist es aber so, dem, der es angehört, der. Oder zu dieser Seite fährt ist. Warte, wir holen neue Leute, Leute. Wir holen. Oh lol. Ja, egal, komm, wir lassen die erstmal. Ja, wir müssen aber irgendwie was angreifen, irgendwas machen, weil sonst bekommen wir keine Punkte. Wir streifen hier mal so ein bisschen durch die Büsche und greifen mal das da hinten an grün. Oh, als ob die Leute zu ready stehen, um... Oh, bitte, die kommen, sehen uns jetzt hier nicht. Sobald die Armee nämlich weg ist, kommen wir... Alter, Hilfe. So, greifen wir jetzt nämlich an. Aufpassen, Leute. Okay, jetzt schnell das Tor einschlagen wäre das Ziel, damit wir möglichst wenig Leute verlieren, genau. Aua, Ah lol, ich wurde getroffen, ach so. Okay Leute, Attack, genau, ihr kennt ja das Spiel. Wir nehmen hier ein, Gold per Minute 180, das ist ganz praktisch, weil dann haben wir jetzt mehr Gold, beziehungsweise mehr Punkte, wir haben glaube ich grün, jetzt haben wir auch schon ausgerottet. Das ging schnell, wir können auch mal noch einen Defender. Ach, die Kühe hören dann auch dazu, mal so. Okay, wir gehen jetzt aber ein bisschen zurück zu A, weil ich habe ein bisschen Angst, dass sie das einnehmen jetzt. Also unsere Startbase wäre etwas ungünstig tatsächlich. Oh Mann. Drüben gleich das nächste. Aber wir benutzen einfach die Blitzkrieg-Taktik, die ist einfach ganz gut. Einfach alles kurz schnell einnehmen. Am besten nicht sterben. Oder zumindest nicht zu viele. Alter, aber das Tor geht eigentlich schon ziemlich schnell kaputt, ne? So, Leute, rein, attack. So, gib uns B her. Oh, guck mal, wie cool wir alle sind. Alle so im Rumrennen. Okay, und bevor wir jetzt irgendwas machen, holen wir uns kurz die Spearmen. Und acht Legionäre reichen noch nicht ganz. Okay, warte mal, wir warten ganz kurz. Guck mal, wie schnell es geht, das Gold. Ja, wir haben es gleich. Jetzt holen wir uns die Legionäre. Und jetzt füllen wir unsere Crew, wollte ich gerade sagen. Unser Truppzeugs hier. Erstmal mit Legionären auf. So, Leute, wir sind jetzt hier. Oh, die. Oh, lol! Oh Gott, Alter! Oh, mein Herz! Alter! Ich bin so erschrocken. Gut, die sind tot. E und C, das ist ganz praktisch. Wenn wir jetzt E einnehmen, bekommen wir nämlich noch mehr Gold. Gut, da können wir leider nicht spawnen. Das ist das einzige Schade. Aber, immerhin sind wir dann in der Nähe von. Ihnen. Wisst ihr was? Wir chillen auf. Oh, oh. Schild. Wie mache ich denn Schild? T, so. Weil, guck mal, die laden ihre Speere schon auf. Also, was macht der eine? Bringt einfach oben rum, so. Oh, lol. Nein, mein Standardmann ist getroffen. Währenddessen damage ich hier aber schon ein bisschen das Tor. Und vertraue einfach auf meine Leute, dass die da helfen. Oh, Alter, da, guck mal, da kommt die Meute. Da kommt die Meute nämlich. Let's go. Ihr seid so gut, Leute. Jetzt attack, ich will nicht zuvorderst sein, weil ich bin ja euer Anführer. Komm, macht sie fertig, Leute. Oh, attack, ich lenke sie ab, so ein bisschen. Oh, lol. Kommt schon, Leute. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, lass mich in Frieden. Hauptsache, ich sage, lass mich in Frieden. Ich habe gerade ihre Tore eingetreten und alles. Scheiße, Mann. Komm schon, das muss doch... Alter, wir haben über 1000 Gold. Guck mal, das muss doch jetzt fix gehen. So, guck mal, wie viele Leute jetzt hier kommen. Ihr werdet sowas von fertig gemacht. Aber sowas von.
Oh lol, da sind ja noch zwei. Tja. Gut gemacht, Leute. Kommt ran, ran, ran. Hä, die leben ja da immer noch. Wieso greift ihr denn die nicht an? Was ist mit euch? Hä? Ihr seid irgendwie krank. Leute, wieso liegen hier noch jemand Pinkes? Die sind doch schon lange tot. Ja, guck. So, wir kämpfen uns durch, Leute. Kommt, kommt, kommt. Eieiei, ich bekomme Schaden. Hilfe. Attack, Leute. Attack, attack, attack. Kommt schon. Ich baller jetzt auch einfach rein. Come on. Ja, da rein da. Okay, durch, durch, durch. Oh mein Gott. Alter, sind das viele. Oh. Irgendwie brauchen wir da eine andere Taktik. Defenders. Und währenddessen die da falten, überlege ich mir gerade, was macht denn hier am meisten Sinn? Wir haben ja noch Standarten-Mann-Typ. Ich glaube, wir machen hier einfach wirklich Damage. Jetzt so viel wir noch können. Wir müssen wirklich einfach die jetzt hier fertig machen. Oh Gott. Oh Scheiße, ich springe irgendwie immer darüber. Leute, ihr macht das. Oh mein Gott, ich hab eine Idee. Während wir uns jetzt hier der Burg nähern, machen wir hier die Schilder hoch. Oh mein Gott, wir können auch noch Missiles kaufen. Man, wir haben ja genug Geld. Jetzt hoch. Genau, cover your heads. V. Und jetzt. Oh, scheiße, nicht getroffen. Und Feuer. Oh ja. Ich muss auch mal so ein bisschen mithelfen. Weil ich muss ja den Leuten zeigen, wie es so ein bisschen geht, ne? So. Und wir haben, glaube ich, genau, Attack-Dings haben wir schon gekauft. Dann geht das Tor einfach schneller kaputt. Das ist für uns ziemlich einfacher. Es leben auch noch sehr viele Leute tatsächlich. Aber oh mein Gott, die respawnen so schnell. Wo rennt ihr denn hin, Leute? Alter, ich muss die da oben fertig machen, ganz kurz. Also, so. Einer weniger. Oh lol, ich bin hier alleine. Oh nein, jetzt bin ich hier draußen. Oh Leute, lasst mich doch rein. Oh, was ist mit euch? Ich komm doch raus, bitte. Ja, deswegen, sie haben keine Chance, hier reinzukommen. Leute, ich habe jetzt noch irgendein Horn gekauft oder so. Ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt, aber vielleicht bringt es mir ja was. jetzt dribbeln wir die aus. Wobei, nee, die werden wahrscheinlich dann irgendwie etwas von uns einnehmen. Aber egal, währenddessen nehmen wir ihre Sache ein. Weil sie haben jetzt auch nur noch einen Typ da oben drauf, der irgendwie irgendwas macht. Wir haben noch Missiles. Alter, der Typ wurde so geraided. Ja, moin. Okay, sie greifen wieder B an. Lol, da ist ja noch einer. Ah, der lebt noch. Achso, ich dachte, der ist direkt tot. Das Ding ist, B werden sie wahrscheinlich wieder schaffen. Aber wir nehmen jetzt noch E ein, weil das gibt ihnen halt trotzdem noch Gold. Ganz kurz beim Vorbeigehen, wie gesagt. B, ist das da drüben oder hier? Ne, das hier drüben, okay. Ich glaube, das war auch ihr Anfangsding, oder? Warte, wir weichen ihn aus, Leute. Oh, scheiße, sie haben es bemerkt. Warte, Missiles, Leute. Scheiße, nicht getroffen. Ja, das Tor ist aber noch offen. Und die kommen jetzt zurück. Oh, die haben dort einen von uns erwischt. Oh nein, der arme Typ. Warte, wir müssen unserem Kameraden helfen. Er dreht einfach um. Oh nein. Der arme Dude. Ja, okay, das ist natürlich dumm gelaufen. Oh nein, die können ja hier noch spawnen. Ah, nee, okay, drei nehmen es ein. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Das nenne ich Planung, die nicht mal von mir kam. Also kann man nichts sagen. Das waren gute, das wären die wichtigsten, Alter, weil wenn die nicht dort gewesen wären, hätten die anderen wieder neu spawnen können. Wir haben 164 Leute verloren, 205 Leute umgebracht und sind aber einfach besser. Leute, wenn es euch gefallen hat mit einer weiteren chaotischen Folge Shield Wall, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!